Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im vergangenen Projekt habe ich ja das hier gebaut. Das ist eine schöne Werkbank für meine Werkstatt. Weil ich aber nicht nur eine Werkstatt haben möchte, um meine Werkstatt auszubauen, geht es heute nicht um etwas für die Werkstatt, sondern etwas für zu Hause. Und hier will ich auch direkt so ein bisschen Ordnung für mein Büro schaffen, denn ich habe da so eine kleine Ecke, die ist noch nicht so schick. Ich habe zu Hause nämlich keinen Mülleimer, wo ich mein Altpapier reinmachen kann. Und das will ich in dem heutigen Projekt ändern. Und wie immer geht es jetzt als erstes mit dem Zuschnitt los. Unsere ganzen Brettchen, die wir gleich weiterverarbeiten werden, sind jetzt schon mal fertig. Hier ein kleiner Funfact am Rande. Mir ist eben ein kleiner Ablesefehler passiert. Und zwar waren die Bretter in etwa 25 dick. Deswegen wollte ich sie erstmal auf 23 hobeln. Aber das waren keine 23 mm, sondern 18 mm. Und ich habe mich am Anfang gewundert, warum sind denn die so extrem dünn? Also ich weiß ja, dass man mit der Hobelmaschine schnell mal zu viel weghobelt. Man hat es aber halt nicht gemerkt beim Hobeln, weil die Hobelmaschine so viel Power hat. Nichtsdestotrotz ist es nicht so wild, unsere Brettchen sind jetzt einfach ein bisschen dünner. Die können wir jetzt mal verbinden. Und da werde ich heute keine Langlochbohrmaschine benutzen, sondern meine Flachdübelfräse, weil das macht tatsächlich ziemlich viel Spaß, damit zu arbeiten. Und wie immer lege ich mir erstmal die Teile zurecht mit der Sichtseite, die ich dann später auch außen haben möchte, dann nach oben. Und das markiere ich mir einmal mit dem blauen Klebeband, damit ich die Teile halt eben später nicht verdrehe oder halt eben mit dem anderen Teil vertausche. Also das ist der zweite Rahmen, den ich baue, also kommt hier als erstes mal eine 2 drauf. Wie gesagt, dass wir das nicht vertauschen und dann können wir natürlich die Teile außersehen verdrehen. Damit wir das halt eben nicht machen, mache ich mir einmal als Bunddreieck überall drauf. Ich habe mal das passende Maß eingestellt. Jetzt kann ich überall meinen Strich setzen. Unsere Grundrahmen sind jetzt schon mal fertig. Aber natürlich soll da keine Luft in der Mitte bleiben. Da soll natürlich auch noch ein schönes Stück Holz rein, damit es auch eine richtige Kiste wird. Und da müssen wir uns halt jetzt eben so ein bisschen überlegen, wie wir dieses Holz dann hier in diesen Rahmen reinbekommen. Wir könnten theoretisch einen Falz fräsen. Wir könnten aber auch eine Nut fräsen, um halt eben dieses Panel einzulassen. Ganz gerne würde ich eigentlich einen Falz fräsen, aber ich habe keinen Falzfräser mit einem passenden Anlaufring, dass man das verleimen kann und später die Falz fräsen kann. Deswegen weiß ich auch nicht genau, ob ich eine Falz fräse oder eine Nut, wo ich das Ganze dann einlasse. Denn das hat halt immer so ein bisschen einen Vor- und einen Nachteil, wenn man das dann zum Beispiel mit hier der seitlichen, mit dem seitlichen Teil verbindet. Genau. Also beides auf einmal an alles dran fräsen ist ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich mal noch überlegen, wie ich es mache. Ich habe mich entschieden, ich schneide jetzt als erstes wieder ein bisschen Holz zu, um die Paneelen herzustellen. Also schneide ich jetzt ein bisschen Holz zu. Thank you.
Und ihr seht, am Schluss wurde es ein Falz. Also ich habe jetzt den Falz reingefräst und jetzt kommt so die nächste Frage, die man sich vielleicht stellen sollte. Wie sieht es mit dem Schleifen aus? Grundsätzlich, so habe ich es früher gemacht, ich habe früher schon alle Teile einmal mit 120er Korn geschliffen und dann habe ich ganz viele Macken reingehauen, sodass ich das später alles nochmal schleifen musste. Deswegen versuche ich mittlerweile wirklich so spät wie möglich alles zu schleifen. Das heißt, hier diese ganzen Teile werde ich jetzt auch noch nicht schleifen, das kommt alles ein bisschen später. Eine Seite werde ich jetzt aber dennoch alt schleifen, und zwar ist das hier diese Seite. Da komme ich ja nämlich später nicht mehr wirklich gut dran. Phasen müssen wir das auch nicht, denn das werden wir später auch ein bisschen anders machen. Deswegen heißt es jetzt, hier diese Seiten schleifen. Wie macht man das Ganze oder wie mache ich das Ganze relativ fix? Und so, dass es halt einfach sich schön in den Prozess einbauen lässt. Folgendermaßen mache ich es. Hierfür habe ich hier diese Schleifpads, die habe ich sogar in der alten Werkstatt nochmal gebaut. Und hier habe ich einmal 80er Korn und hier habe ich 180er Korn. Ich schleife als erstes fix mit der 80er Körnung über die Seite und dann einmal mit der 180er Körnung. Und wenn ihr das Ganze dann später behandelt, ist die Oberfläche wirklich richtig, richtig gut. So, unser Rahmen ist fertig und jetzt kann ja theoretisch die Füllung rein. Nur leider habe ich die ein bisschen zu klein gemacht und deswegen habe ich mir hier etwas überlegt, was ich dir einmal fix zeigen werde. Das hier ist meine Eschenfüllung und die kann halt eben hier reingepackt werden. Die liegt jetzt oben und unten bündig auf, das bedeutet, das Ganze ist plan. Jedoch seht ihr natürlich, dass der Falz viel zu weit unten im Material drin ist. Deswegen habe ich mir hier ein paar Leisten hergestellt, die hier gleich ganz genau reinpassen. Und mit denen werde ich quasi diesen gefrästen Falz wieder ein bisschen verkleinern. Deswegen kommt jetzt hier überall Holzleim drauf und wir werden hier diesen Fehler ein bisschen verbergen. Und somit sieht man den Fehler von vorne nicht mehr. Das Ganze ist auch stabil hinten drin, sodass wir nicht irgendeine Lücke hinten drin haben. Und ich habe jetzt wieder gelernt, wie man solche Fehler auch mal so ein bisschen sabotieren kann, ohne einfach das komplette Bauteil stumpf wieder neu herzustellen. Das wäre natürlich hier ein bisschen schöner, würde jetzt aber länger dauern. Und sowas ist wie bei allen Projekten für mich jetzt auch wieder so eine kleine Übungsaufgabe. Und ratzfatz ist auch hier dieser Fehler behoben. Wie gesagt, man sieht von dieser Leimfuge gar nicht mal so viel. Von daher finde ich das vollkommen okay. Das Vorder- und das Rückteil ist jetzt fertig. Jetzt können wir uns mal darum kümmern, diese beiden Teile auch miteinander zu verbinden. Und dafür werde ich hier diese Teile nutzen, die ich am Anfang auch hergerichtet habe. Und die werde ich in dem Fall auch wieder mit Flachdübeln festmachen. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Also es macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Im Hintergrund habe ich mir jetzt gerade noch hier diese Hölzer angefertigt. Die sollen dann quasi den Boden ergeben. Aber mehr dazu ein bisschen später. Ich habe jetzt einmal alles zusammengesteckt und werde mir ein paar Maße nehmen und werde jetzt erst wieder ein bisschen Leimholz herstellen, damit ich gleich Material habe, was ich hier auch natürlich einsetzen kann. Alter, ich glaube, wenn manchmal die Leute wissen, was ich hier für geile Musik immer hier. Electric Motor.
So, als nächstes kann ich jetzt mal anfangen, alles zu verleimen. Das wird ein ganz schöner Spaß. Ich habe euch ja eben irgendwann noch erwähnt, dass ich den Boden ein bisschen anders gestalten werde. Und das hier ist quasi mein Boden. Es kommt ja sowieso eine Tüte in diese Kiste rein, deswegen wollte ich da so ein bisschen Material sparen und einfach unten zwei Streben reinsetzen. Ganz ohne Boden wollte ich es halt trotzdem nicht machen, weil da gefällt mir das hier halt doch ein bisschen besser. Aber ich denke, das hier ist mal eine ganz coole Möglichkeit, das auch zu lösen. So. Also, ganz fein geschliffen habe ich noch nicht alles. Das ist jetzt erst mit Korn 80 geschliffen. Das werde ich gleich aber erst final schleifen, wenn ich hier diese Scharniere montiert habe. Ja, ich benutze hier diese Scharniere und ja, man sieht hier am Schluss hinten so ein Stück von den Scharnieren rausschauen. Aber mich persönlich stört das jetzt nicht so wirklich. Das ist eh die Hinterseite und die Scharniere sind auch wirklich gut und schön. Und deswegen finde ich es tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das sind übrigens Scharniere von Hettich, das heißt, sie haben nicht nur Auszüge, sondern auch ganz, ganz viele andere Beschläge und die sind halt eben gut gemacht. Da müssen wir aber noch eine Sache dran machen, bevor wir die montieren können. Das soll natürlich so schön flach abschließen und deswegen müssen wir hier diese Scharniere ein bisschen aufbohren, beziehungsweise nicht aufbohren, sondern senken. Ich benutze hier normale Schrauben und die würden nämlich oben ein bisschen rausschauen, wenn man die nicht senken würde. Das ist der einfache Grund. Das reicht schon nicht ganz, da müssen wir wirklich schauen, dass die Teile bzw. die Schrauben wirklich nicht überstehen. Sonst drückt es halt eben alles mal ein bisschen hoch, das ist ärgerlich. Dieses Scharnier kann ich mir jetzt hier an die Kante legen. Natürlich ist auch hier so minimal Luft drin, deswegen lasse ich auch minimal Luft zur Kante. Das hier benutze ich, das ist eine selbstgebaute Reißnadel. Damit kann ich jetzt ganz genau die Mittelpunkte von den Löchern markieren. Den verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung für die Leute, die drechseln. Ups, ich könnte da mal Festschraube. Vorbohren. Und das können wir jetzt einfach hier verschrauben. So. Jetzt mal eine Frage an die Schreiner. Wie würdet ihr denn hier diese Scharniere korrekterweise markieren? Ich sag mal, das hier ist die Position, wie ich sie haben will. Und genau so müsste ich das quasi wirklich mittig festschrauben. Wie würdet ihr es machen? Keine Ahnung, ich habe es bis dato irgendwie immer so ein bisschen rangeknoddelt. Ich werde es heute mal so ein bisschen anders ausprobieren, aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil das würde mich echt interessieren, weil das ist schon toll, was manche Schreiner so alles wissen. Ich werde jetzt einfach mal hier meinen Bleistift nehmen und werde mir hier die Kante von meinem Brett anreißen, damit ich das hoffentlich gleich, wenn ich das von der anderen Seite wieder abschraube, gleichermaßen auflege. Ich probiere es einfach mal so aus. Klebeband zum Erfolg. Keine Ahnung, ob das funktioniert, also ich nicht wissen. Alter, das hat funktioniert. Alter! Fragt nicht die Schreiner, fragt den Philipp. Der weiß das alles viel besser. Als ich mal bei Matthias war, von dem ich die Systembohrmaschine gekauft habe, ich habe dem so viele Fragen im Bauch gestochert. Alter, das ist wie das Lexikon, ne? Wenn das ein guter Schreiner ist, dann könnt ihr dem alle Fragen an den Kopf ballern und dann sagt er, warte, ich hol das, guck mal, das ist dafür, das ist für die Mitteltürblende. Der hätte das auch gewusst. Definitiv.
Komm, ich zeig's euch mal. Also, ich habe das hier einfach mit Kreppband oben so ein bisschen abgepappt. Und dann konnte ich das wie so einen Mini-Anschlag ganz gefühlvoll hier oben dagegen drücken. Und da hat das gepasst. Und ihr seht, das ist echt so gut wie nix. Jetzt bin ich aber happy. Jetzt bin ich aber richtig happy. Hier vorne ist auch gut. Hier minimal, aber ey, komm, das ist okay. Ich sag mal, so ein bisschen Spiel hat man ja sowieso. Geil. Jetzt kann ich alles schleifen. Na, jetzt ist das zu groß. Das ist zu dick. Das sieht doch scheiße aus. Das sieht doch wirklich kacke aus. Alles ist geschliffen. Gleich werde ich dir die Kiste auch mal im Detail zeigen. Jetzt kommt aber als erstes noch das Finish drauf. Das ist mein Finish. Verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. So, ich habe die Kiste jetzt fertig behandelt. So sieht das Ganze jetzt aus und ich bin echt super zufrieden mit der Kombination zwischen Eschenholz und Buchenholz. Ich werde euch jetzt mal zeigen, was ich mir dabei gedacht habe und wie ich das Ganze nutzen will. Und so ein paar Details werde ich euch dann auch noch zeigen. Zuallererst mal das Offensichtliche, und zwar das Holz. Hier oben haben wir ja hier diese schönen Buchenholzteile und hier haben wir die Eschenfüllung. Das ist auch übrigens super, super effizient, wenn man die Esche so aufteilt. Da braucht man wirklich nur ganz wenig Holz, um hier diese ganzen Füllungen herzustellen. Senkrecht angeordnet und hier ist das Holz waagerecht angeordnet. Hier ist auch überall ein schön sauberer Anschluss. Ich habe ja eben mit einem Bündigfräser hier vorne das Griffloch eingefräst und das hat auch echt richtig gut funktioniert. Und da kann man das Ganze halt eben super entspannt öffnen. Als ich mein Sägewerk damals angefangen habe zu bauen, habe ich hier diese Metallschnur mir gekauft, um das Ganze als Höhenverstellung zu nutzen. Das war natürlich viel zu instabil, aber dennoch bin ich super froh, dass ich hier diese Metallschnur halt eben hatte, denn das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Und damit kann man halt eben verhindern, dass die Klappe nach hinten rumfällt. Wen es interessiert, das ist einfach hier so eine große Rolle. Da ist ganz viel drauf, ich glaube, das sind 100 Meter. Und dann hat man hier einfach diese Aluminiumhülsen. Das sind hier diese Hülsen, die kann man dann zusammenpressen und dann hält das Ganze auch schon super gut. Hier seht ihr, wie ich das Ganze gelöst habe. Hier ist einfach eine Schraube, das Ganze zusammengekrimmt. Und das hält das jetzt. Wenn man das Ganze hier runter lässt, ist es natürlich super doof, wenn das immer sehr viel leer macht. Deswegen habe ich hier diese Rutscher, die man normalerweise unter Stühle macht, damit die halt eben den Boden nicht zerkratzen. Und das funktioniert echt ganz gut. Hier seht ihr den Boden und hier seht ihr noch einmal eine kleine Feinheit, die auch sehr, sehr wichtig ist. Ich zeige es euch mal. Diese beiden Holzteile sind nämlich genau dafür gedacht, dass ich jetzt hier die Tüte nehmen kann und kann die Henkel hier oben einsetzen. Und dann hält das Ganze ziemlich gut. Und jetzt kann ich einfach meine Kartonage nehmen und kann sie halt direkt hier über der Kiste klein schneiden. Und wenn ich es dann nicht mehr sehen will, dann kann ich es... Ey, das ist der klassische Vorführeffekt, ne? Das hat die ganze Zeit so wunderbar funktioniert. Wenn ich es dann nicht mehr sehen will, dann ist die ganze Unordnung auch schon weg. Und wenn ich es dann noch leer machen will, dann kann ich es ganz einfach nehmen und kann es dann runtertragen. Weil so viele Leute schon mal gefragt haben, Julia gibt es auch noch. Trink mal. Ich glaube, man hört dich gar nicht, weil ich habe hier so Bums-Mikro an. Das war wirklich ein richtig tolles Projekt. Ich konnte sehr viel dazu lernen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du die nächsten Videos nicht verpassen willst, dann abonniere doch den Kanal. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit hast, dann schau dir doch entweder dieses oder dieses Video an. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.